Zwischen stacheligen Sträuchern und spitzen Föhrennadeln sticht den Mountainbikern auf diesem Pfad im Tiroler Mötz noch etwas anderes ins Auge. Das kannst du vergessen, also ich traue mir da nicht mehr, wo ich fahren jetzt. Bei mir ist der Zug mehr oder weniger abgelaufen. Wer auch immer das tut, das ist ja, ungut. Wenn jetzt ein Radlfahrer da wirklich einen Batschen hat und da ein Radl schlägt, dann ist gleich einmal ein Baum in der Nähe und wir wissen, der Helm schützt, aber halt nicht immer. Ein Wanderer findet die Nagelfalle und stellt ein Foto auf Facebook. Bürgermeister Michael Klübenschädel reagiert sofort und sucht die Pfade in seinem Gemeindegebiet ab. Ja, da, eben in der Wurzel rein waren die Nägel, Kopf abgeschnitten, verkehrt eingesteckt, sodass sie ungefähr 4 bis 5 cm rausgeschaut haben. Das drei Stück, schön verteilt auf den. Haben Sie persönlich Vermutungen, wer sowas machen könnte? Nein, das ist eben das Hauptproblem, glaube ich, dass jetzt so viele Beteiligte sind, Waldbesitzer, Jäger, Radfahrer, Fußgänger, einfach Leute, die sich auch stört, dass so Radfahrer fahren. Das kann eigentlich jeder gewesen sein und es gibt dahin auch keine Indizien, dass man sagt, nein, es geht in die oder die Richtung. Es ist nicht der erste Fall. Glasscherben hat Michael Klübenschädel hier auch schon gefunden. Wer auch immer die Nagelfalle platziert hat, macht sich auf alle Fälle strafbar. Ja, es ist eine gewisse Deliktbreite, also von einer Gefährdung beginnend bis hin zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen. Und ich glaube fast, dass viele Personen, die sowas machen, gar nicht wissen, was sie damit vielleicht anstellen und anrichten können. Denn die Falle ist nicht nur für Mountainbiker lebensgefährlich. Also der Weg hier ist sehr gut ausgetreten und zeitweise überhaupt nicht steil. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man da geht, nicht immer schaut, wo man hintritt und dann eben diese Nägel hier sehr leicht übersehen kann. Das heißt, es ist nicht nur eine Gefahr für die Mountainbiker, sondern vor allem auch für die Wanderer. Und auch für Tiere. Bis jetzt ist aber noch kein Unfall bekannt. Die Gemeinde hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Ermittlungen laufen. Hinweise gibt es keine, Fingerabdrücke fehlen auf den Nägeln. Im Wald gibt es Wildkameras, allerdings nicht an der Stelle der Nagelfalle. Auch die Fotos aus den Kameras helfen der Polizei nicht weiter. Dafür sind unzählige Mountainbiker darauf zu sehen, die den Pfad hinunterfahren und das, obwohl sie das gar nicht dürfen. Denn der Waldpfad ist für Fahrräder nicht freigegeben, das erhitzt die Gemüter im Dorf. Mit Kindern spazieren geht im Wald und das Kind, so ein Radlfahrer oder ein Trailfahrer daher, die haben natürlich eine Geschwindigkeit drauf und das ist schon gefährlich. Und ganz offen muss man einfach sagen, es ist verboten, den Waldboden zu befahren. Das ist schon mal aus dem Forstgesetz von 1975. Das Forstgesetz besagt, dass jeder den Wald zu Fuß betreten darf und das auch, wenn der Grundeigentümer das nicht möchte. Der Waldgrund darf aber nicht befahren werden, auch nicht mit einem Fahrrad. Nur wenn der Grundbesitzer dem zustimmt. 80% des österreichischen Waldes sind im Privatbesitz. Sich mit allen zu einigen ist nicht leicht. Es ist also eine bundesweite Diskussion. In Salzburg bemühen sich die Mountainbiker seit 3 Jahren um eine Lösung. Sie versuchen, die Grundeigentümer zu überzeugen, ihre Wege freizugeben. Weil es Vorurteile sind, wie Mountainbiker fahren Wanderer über den Haufen oder ähnliches, wozu es keine Evidenz gibt. Oder Naturschutzbedenken, klassischerweise. Die größte Hürde ist für die Grundeigentümer meist die Haftungsfrage. Dafür gibt es aber schon eine Lösung. Tourismusverbände oder die Bundesländer springen für den Grundbesitzer als sogenannte Wegehalter ein. Damit ist der Grundbesitzer nicht mehr dafür verantwortlich, wenn was auf seinem Weg passiert. Am Heuberg in Salzburg gelingt diese Lösung. Ende April wird hier der erste legale Trail eröffnet. Die Lösung muss sein, dass man so viel legales Angebot hinbekommt, dass es divers und attraktiv genug ist, dass die Mountainbiker wirklich zu 95% noch das Legale nutzen. Und dann haben alle profitiert. Denn sonst fährt jeder überall, so wie in Mötz eben, meint Andreas Holzberger. Hier gibt es im Gemeindegebiet keine einzige Strecke, die für Mountainbiker freigegeben ist. Michael Klübenschädel will jetzt mit allen Beteiligten sprechen und eine Lösung erarbeiten.